WDR 3 Open. Liebe Hörerinnen und Hörer, weil für das Internet andere Lizenzgesetze gelten, mussten wir die Musiken dieser Sendung teilweise stark kürzen. Wir wünschen dennoch anregendes Hören. Studio Elektronische Musik. Am Mikrofon ist Michael Repan. Die Sonne als Sinnbild für Lebensenergie oder als Metapher für eine zerstörerische Kraft. Die Stücke im heutigen Studio Elektronische Musik reflektieren beide Facetten des Himmelskörpers. Während in Karl-Heinz Stockhausens Stück »Setzt die Segel zur Sonne« das vitale Licht beschworen wird, steht in den Stücken von Francis Daumont, Nick Storing und Sebastian Meissner alias Klimek die destruktive Kraft der Sonne im Vordergrund. Bei Francis Daumont erscheint sie als verdunkelter Planet, bei Nick Storing gerät sie aus den Fugen und bei Klimek sind schließlich nur noch Reste vorhanden. »Setzt die Segel zur Sonne«, nennt Karl-Heinz Stockhausen den 10. Teil seiner Komposition aus den 7 Tagen. Der insgesamt 15-teilige Zyklus entstand im Mai 1968, kurz nach Stockhausens Rückkehr, von einem längeren Aufenthalt in Kalifornien, wo er engen Kontakt zur dortigen Hippie-Kultur hatte. Das Stück besteht ausschließlich aus Text. Tonhöhen, Rhythmen und andere Parameter sind in keiner Weise fixiert. An ihrer Stelle stehen Anweisungen wie etwa »Spiele die Vibration des Universums« oder »Spiele deine Eigenschwingung«. Ich habe, sagt Karl-Heinz Stockhausen, diese Musik intuitive Musik genannt. Das Wort Improvisation scheint mir für das, was wir spielen, nicht mehr richtig zu sein, da man mit Improvisation immer auch die Vorstellung von zugrunde liegenden Schemata, Formeln oder stilistischen Elementen verbindet. Mit intuitiver Musik möchte ich bewusst machen, dass sie möglichst rein aus der Intuition kommt, die bei einer Gruppe von intuitiv spielenden Musikern qualitativ mehr ist als die Summe von individuellen Einfällen aufgrund einer gegenseitigen Rückkopplung. Die Orientierung der Musiker, die ich auch Einstimmung nannte, ist aber nicht eine beliebige oder negative, sondern sie ist jeweils konzentriert durch einen von mir geschriebenen Text, der das Instrument in ganz bestimmter Weise herausfordert. Für »Setz die Segel zur Sonne« hat Stockhausen den folgenden Text notiert. Spiele einen Ton so lange, bis du die ihm eigenen Vibrationen hörst. Halte den Ton und höre auf die Töne der anderen, auf alle zugleich, nicht auf einzelne. Und dann bewege deinen Ton, bis du die komplette Harmonie erreichst und sich der Klang in Gold verwandelt, in reines, sanft schimmerndes Feuer. »Setz die Segel zur Sonne« aus dem Zyklus »Aus den 7 Tagen« von Karl-Heinz Stockhausen. Sie hörten eine Aufnahme mit dem Stockhausen-Ensemble aus dem Jahr 1969. Von dem kanadischen Composer-Performer Nick Storing stammt das nächste Stück.
Storing, 1981 in Toronto geboren, begann bereits als Vierjähriger Cello zu lernen, auf einer zweckentfremdeten Bratsche mit Stachel, wie er sich erinnert. Bis heute ist das Instrument für seine musikalische Arbeit wichtig geblieben. So auch in seiner Komposition Outside Summer is Bursting at the Seams für Cello und Computer, erschienen auf dem Album Rife im Jahr 2011. Hier scheint eine einfache melodische Wendung durch den live-elektronischen Zugriff des Computers der Kontrolle des Instrumentalisten immer wieder entzogen zu werden. Draußen platzt der Sommer aus allen Nähten, heißt übrigens der Titel übersetzt. Outside Summer is Bursting at the Seams, eine Komposition für Cello und Computer von Nick Storing. Vom Bild eines Sommers, der aus allen Nähten platzt, so lautet Storings Titel übersetzt, geht es mit dem nächsten Stück zu einer deutlich düstereren Atmosphäre. Sous le regard d'un soleil noir, unter den Augen einer schwarzen Sonne, heißt das Stück von Francis Daumont, entstanden zwischen 1979 und 1981. Zur Komposition dieses Stücks wurde Daumont durch die Lektüre der Schrift »The Divided Self«, das geteilte Selbst, von Ronald D. Lang angeregt. Lang war Psychiater und als solcher Spezialist für schizophrene Erkrankungen. Die Daseinserfahrung des Schizophrenen, so Lang, sei durch das Gefühl ständigen Bedrohtseins gekennzeichnet. Ontologische Unsicherheit nennt er diesen Zustand. In Sous le regard d'un soleil noir spürt Francis Daumont dieser Verfassung nach und versucht, mit akustischen Mitteln eine unzugängliche, eigengesetzliche Welt zu schaffen. Des Widerspruchs, als Nicht-Erkrankter eine schizophrene Erlebniswelt darzustellen, ist sich Daumont bewusst. Auf der Basis der Fallbeschreibungen von Ronald Lang, sagt er, habe ich versucht, das Erleben eines Schizophrenen zu imaginieren und eine musikalische Situation zu schaffen, die gleichermaßen von einer permanenten Unsicherheit geprägt ist. Engloutissement, das Versinken, und Implosion sind die Titel von zwei Sätzen aus Sous le regard d'un soleil noir. Implosion. Terreur de voir à tout moment le monde envahir brutalement l'individu en étouffant son identité, comme un gaz s'engouffre dans le vide. Engloutissement und Implosion
Zwei Sätze aus Sous le regard d'un soleil noir von Francis Daumont. Um die Sonne als Sinnbild für Lebensenergie oder als Metapher für eine zerstörerische Kraft ging es heute in den Kompositionen im Studio Elektronische Musik. Und mit dem letzten Stück geht es in Richtung einer apokalyptischen Vision. Die Sonne existiert nicht mehr als Ganzes, nur noch Bruchstücke sind vorhanden. Sonnenreste ist der Titel des Stücks von Sebastian Meissner alias Klimek aus dem Jahr 2005. Die Redaktion der Sendung hatte Frank Hilberg. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Repan und wünscht eine gute Nacht. Thank you.